Spider-Man schwingt einmal täglich rein, zipp, zapp, zapp, macht, was er will. Dad, du bist echt alt. Du musst sagen, ich liebe dich. Dad, echt jetzt? Mein Name ist Miles Morales. Ich bin Spider-Man, aber ich bin nicht der Einzige. Können Tiere in dieser Dimension sprechen? Ich will nicht, dass er ausflippt. Das war nie deine Stadt. Es ist meine. Wir sind ein Team. Bringen wir es zu Ende. Officer, ich liebe Sie. Warte, was? Mein Name ist Miles Morales. Von den Machern von The Lego Movie und The Lego Batman Movie. Der Junge kann sich unsichtbar machen, passt mal auf. Ich kann das nicht so auf Kommando. Er kann das nicht so auf Kommando. Wow. Zeig ihm mal dieses Pritzeldings, Miles. Kann ich nicht so auf Kommando. Er kann das nicht so auf Kommando. Aber er kann noch so viel mehr. Nur die zwei Sachen. Nur die zwei Sachen. Spider-Man, A New Universe. Ab 13. Dezember im Kino. Mein Name ist Miles Morales. Ich bin Spider-Man. Miles, du musst los. In einer Minute. Mom, ich muss los. In einer Minute. Jeder kann die Maske tragen. Du bist wie ich. Gwen Stacy. Hey, Freunde. Hallo. Schräger kann es jetzt wirklich nicht mehr werden. Doch, kann es. Das war nie deine Stadt. Es ist meine. Wie soll ich denn bitte die ganze Welt retten? Was dich von anderen unterscheidet, das macht dich zu Spider-Man. Brooklyn! Mein Name ist Miles Morales und in meiner Welt bin ich der einzig wahre Spider-Man. Bis er auftauchte. Das Cape geht gar nicht. Ich find's total cool. Spider-Man trägt kein Cape. Hey, Jungs. Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch? Hey, Freunde. Hallo. Schräger kann's jetzt wirklich nicht mehr werden. Doch, kann es. Hier rüber, hier rüber, hier, hier, hier rüber. Können Tiere in dieser Dimension sprechen? Ich will nicht, dass er ausflippt. Mein Name ist Miles Morales und in meiner Welt bin ich der einzig wahre Spider-Man. Bis er auftauchte. Das Cape geht gar nicht. Ich find's total cool. Spider-Man trägt kein Cape. Hey, Jungs. Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch? Hey, Freunde. Hallo. Mein Name ist Peter Parker. Kann sich Spider-Man unsichtbar machen? Unglaublich. Ist das ein Fluchtkampfmechanismus? Was ist denn das? Mein Name ist Miles Morales und in meiner Welt bin ich der einzig wahre Spider-Man. Das heißt, bis er aufgetaucht ist. Und das Cape geht gar nicht. Ich find's cool. Spider-Man trägt kein Cape. Ja. Okay, bist du bereit? Ah! Au! Ah! Hey, Jungs. Wer bist du? Ich bin Gwen Stacy. Ich bin aus einer anderen Dimension. Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch? Hey, Freunde. Hallo. Noch schräger kann's jetzt wirklich nicht mehr werden. Doch, kann es. Mein Name ist Peter Parker. Wie soll ich denn bitte die ganze Welt retten? Du kannst nicht die ganze Welt retten. Du musst einen Menschen retten. Miles, wo bist du hin? Kann Spider-Man sich unsichtbar machen? Nicht in meinem Universum. Au! Das ist unglaublich. Ist das ein Fluchtkampfmechanismus? Was ist denn das? Hey, Peter. Ich würde sagen, das ist ein Cape. Wow. Warte mal, wie viele von uns gibt es? In eurem Universum gibt's nur einen Spider-Man. Aber es gibt ein anderes Universum. Es sieht so aus und klingt wie eures. Aber das ist es nicht. Mein Name ist Miles Morales. Hey, Kleiner. Du bist wie ich? Wieso? I knew my dad. Around this time.
Ich weiß, es ist kompliziert. Du willst wissen, was mit dir passiert ist. Ich kann dir beibringen, Spider-Man zu sein. Wie soll ich denn bitte die ganze Welt retten? Denk nicht daran, die ganze Welt zu retten. Denk daran, einen Menschen zu retten. Sieh mal, Miles, was dich von anderen unterscheidet. Das macht dich zu Spider-Man. Ich sehe dieses Funkeln in dir, das ist fantastisch. Was auch immer du daraus machst, du wirst toll sein. Ich liebe dich, Miles. Oh, ich weiß, Dad. Du musst sagen, ich liebe dich auch. Dad, ist das dein Ernst? Ich will es hören. Jeder hört's. Dad, ich liebe dich. Dad, ich liebe dich. Alles klar, verstanden. Zeit zu schwingen, wie ich es dir beigebracht habe. Wann hast du mir das beigebracht? Habe ich nicht, war ein Joke. Hilft bei der Teambildung. Hey Leute, ich bin Gwen Stacy. Kommt schon. Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch? Mein Name ist Peter Parker. Den Rest kennt ihr ja sicher. Ich habe die Stadt gerettet, mich verliebt, dann habe ich die Stadt nochmal gerettet und nochmal und nochmal. Hier, ich gebe's als Comic, als Cornflakes, ich habe ein Weihnachtsalbum rausgebracht und ein semi-gutes Eis am Stiel. Aber es geht hier nicht um mich. Nicht mehr. Spider-Man schwingt einmal täglich rein, zip zap zop mit seiner kleinen Maske und macht, was er will. Ich liebe dich, Miles. Ja, ich weiß, Dad. Du musst sagen, ich liebe dich auch. Dad, echt jetzt? Ich will es hören. Sieh dich mal um. Dad, ich liebe dich. Oh, Dad, ich liebe dich. Alles klar, verstanden. Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Miles Morales. Ich bin der einzig wahre Spider-Man. Also dachte ich jedenfalls. Du weißt, was ein Teilchenbeschleuniger ist, wirst du lieben. Dimension öffnet sich jetzt. Du bist wie ich? Das ist unmöglich. Okay, Kleiner, hör zu. Diese Pommes ist dein Universum. Die ist labbrig, komisch, eklig. Und diese köstliche, normale Pommes ist mein Universum. Du willst also lernen, Spider-Man zu sein. Kannst du es mir beibringen? Ja, kann ich. Zeit zum Schwingen. Ah, gut, du machst es. Doppelklick für loslassen und Whip wieder rausschießen. Okay. Schwingen. Und loslassen? Sehr gut. Und schwing! Hey Jungs. Wer bist du? Ich bin Gwen Stacy. Ich bin aus einer anderen Dimension. Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch? Hey Freunde. Hallo. Also schräger kann's jetzt wirklich nicht mehr werden. Doch, kann es. Okay. Wir müssen zurück in unsere Universen. Bald. Brooklyn wird kollabieren. Meine Familie lebt in Brooklyn. Wow. Miles, was ist los? Das war nie deine Stadt. Es ist meine. Wenn ich den Beschleuniger nicht zerstöre, gibt's kein Zuhause mehr, in das wir nach Hause gehen können. Denk dran, was dich von anderen unterscheidet. Los geht's! Das macht dich zu Spider-Man. Officer, ich liebe Sie. Warte, was? Darüber. Hierüber. Können Tiere in dieser Dimension sprechen? Ich will nicht, dass er ausflippt.